Wir kommen damit zu der dritten Arbeitsgruppe, die sich mit der Frage befasst hat, welche Maßnahmen sind denn eigentlich am praktikabelsten umzusetzen. Ich begrüße ganz herzlich Henrik Plaas-Beisemann. Herr Beisemann, wo kommen Sie her? Ja, ich bin wie Sie Westfale und damit aus einem relativ klein strukturierten Region im Vergleich jetzt zu den östlichen Bundesländern. Sagen Sie es noch ein bisschen genauer, Westfalen ist ja groß. Westfalen ist groß, also ich komme aus Ruhr-Lippe, Kreis Unna, östliches Ruhrgebiet. Und was haben Sie für einen Betrieb? Ich habe einen Betrieb, wie das relativ üblich sogar bei uns ist. Wir haben einen Betrieb mit 100 Hektar Ackerbau, etwas über 100 Pferden, und also die meisten davon Pensionspferde, und das entsprechende Grünland dazu. Praktikabilität war der Schwerpunkt Ihrer Diskussion, die Sie jetzt hier vorstellen. Was ist dabei als wichtigste Maßnahme hinsichtlich der Praktikabilität der Umsetzung rausgekommen? Ja, das ist ein relativ schwierig zu sagen. Es ist sehr regional sehr unterschiedlich. Wir haben jetzt einige Punkte aufgezeigt. Auf dem Feld ist praktisch fast alles möglich. Es ist praktikabel. Was nicht praktikabel ist, ist oft die Administration, die Bürokratie und das Anlastungsrisiko. Das ist im Grunde genommen das, was die Praktikabilität beeinflusst. Alles ist möglich sozusagen? Im Grunde genommen ist fast alles möglich, wenn das entsprechend bei den Agrarumweltmaßnahmen honoriert wird, also in der Börde auch entsprechend honoriert wird, entsprechend des Ertragsniveaus beispielsweise, ist es praktikabel, Zwischenfrüchte anzulegen. Jetzt fangen wir mal an, hier die Liste abzuarbeiten, die wir hier so aufgestellt haben. Zwischenfrüchte sind derzeit auch sehr praktikabel, auch vor dem jetzigen Hintergrund, weil man bei Zwischenfrüchten, sie sind einfach umsetzbar. Wir haben es ja vorhin schon gehört, es ist geübte Praxis, es ist im Antrag faktisch nur ein Kreuzchen setzen. Dann ist es, ich komme ja aus Westfalen, ich komme zwar nicht aus einer viehstarken Region in Westfalen, aber halt als Westfale ist man ja doch schon sehr geprägt. Die organische Düngung im Herbst ist sinnvoll und möglich. Und was ganz wichtig ist, die Zwischenfrucht bietet uns in Zukunft auch noch die Möglichkeit, streifenförmige Bearbeitung steht hier. Das bedeutet aber Strip-Till, also für alle, die jetzt hier nicht aus der Landwirtschaft kommen, Strip-Till ist die Variante, in eine Zwischenfrucht per GPS Gülle im Band abzulegen und direkt über dem Band mit dem GPS den Mais auszusehen, also quasi den Mais unter Fuß mit Gülle zu düngen, um Mineraldünger einzusparen, um die Nährstoffverfügbarkeit zu erhöhen der Gülle und damit das Grundwasser zu entlasten. Also die streifenförmige Bearbeitung bezieht sich sozusagen auf die Folgefrucht. Das bezieht sich auf die Folgefrucht. Der abgefrorene, also bei uns im Münsterland vor allem, wird auch im Greening, in der Greening-Zwischenfrucht oft mit Senf und Ölrettich als Kombination gearbeitet. Früher, es gibt schon immer Zwischenfrucht bei uns in der Region, mit Reimsenf. Das ist leider aufgrund der Regeln nicht mehr ganz so gut möglich, was auch das da leidet übrigens die Praktikabilität drunter, weil der Ölrettich in die Drainagen einwächst in den feuchteren Gebieten und das schwieriger macht. Okay, zweiter Punkt, den Sie herausgearbeitet haben, waren streifenförmige. Ja, ich wollte eigentlich noch eben kurz was zu den Leguminosen loswerden. Tun Sie es. Leguminosen ist einfach auch einfach umsetzbar, weil man die auf die Fläche angepasst für die Bürokratie relativ einfach zuordnen kann. Es erweitert ja auch das Spektrum, also das Anbauspektrum und damit vielleicht auch so ein bisschen die Akzeptanz. Es gibt in Nordrhein-Westfalen auch gute Fördermöglichkeiten bei den, bei der vielfältigen Fruchtfolge. Also da ist in unserem Land, sind wir relativ gut aufgestellt. Und von daher ist es für die Praktikabilität sehr gut. Haben Sie darüber diskutiert, was passieren würde, wenn der Pflanzenschutzmitteleinsatz auf den praktikabel ist das nur jetzt. ÖVF verboten wird? Wir haben das ja gerade gehört. Sobald das eingeschränkt wird oder gar ganz verboten wird, den Pflanzenschutzmitteleinsatz in den Leguminosen, ist das tot. Und das hat auch noch aus anderen Gründen einen nachteiligen Effekt. Leguminosen sind wichtig für den Ökolandbau, der ja gesteigert werden soll. Der Ökolandbau erweist aber nicht ausreichend Fläche nach, um Züchtung zu generieren bei Leguminosen. Also sind die Ökobauern eigentlich darauf angewiesen, dass wir viel Leguminosen anbauen, damit die Züchtung
vorangetrieben wird und deren die von der Züchtung partizipieren können. Deswegen gibt es auch eine ganze Reihe meiner Berufskollegen im Ökolandbau, mit denen ich auch, hier ist auch hier Jens Jensens zum Beispiel hier, mit denen ich regelmäßig darüber rede. Und da kommt regelmäßig auch raus, wie wichtig das ist, dass die Züchtung bei den Leguminosen vorangetrieben wird. Auch in Ihrer Arbeitsgruppe wurden die Streifen ganz oben auf die Liste gestellt. Warum? Ja, also Streifen hatten wir jetzt, Abstandsauflagen an Gewässern einhalten, ist ein ganz großes Thema bei uns in Nordrhein-Westfalen. Wir haben ein neues Landeswassergesetz und wir sind stark daran bemüht, den Phosphoreintrag und den Pflanzenschutzmitteleintrag in die Gewässer zu reduzieren, den Punkteintrag zu quasi ganz abzustellen. Und da sind Streifen natürlich super. Das ist ideal, um Gewässerschutz zu betreiben. Streifenelemente sind relativ arbeitsarm. Bei der Erstanlage muss man einmal ein bisschen was machen. Wenn man die einmal an dem Standort hat, muss man gucken, dass man die, wenn man mit Blühstreifen arbeitet, dass die auch tatsächlich blühen. Da ist noch so ein bisschen so ein Haken drin, weil die oft vergrasen. Aber ansonsten bringen die auch ein super positives Image für die Landwirtschaft mit. Ich persönlich bin ein ganz großer Freund von Streifen und wir setzen das im Betrieb auch um. Und wir machen das als Feldrandstreifen und fahren das trotzdem mit der NRW-Blühmischung. Mhm. Und dann haben Sie als dritten Bereich von allen praktikablen Maßnahmen die Brachen herausgehoben. Ja, Herr Gembala hat das ja auch schon gerade super dargestellt. Eine Brache ist, man kann das direkt einer Fläche zuweisen, man kann einen Grenzstandort nutzen und als flächige Maßnahme. Man hat einen geringen Arbeitsaufwand. Wir sind das übrigens auch schon gewohnt aus der Stilllegungsverpflichtung, mit Brachen zu arbeiten. Wir wissen, was auf uns zukommt, was das für Vor- und Nachteile mit sich bringt. Das ist also daher relativ eine bekannte Maßnahme für die meisten Landwirte. Und ich komme aus dem Vogelschutzgebiet Hellwigbörde. Ich bin auch noch ein Freund von Brache, weil das quasi die Maßnahme ist, die bei uns die Weihen braucht. Mhm. Wenn man jetzt das alles zusammenfasst, Sie haben es ja gerade gesagt, im Prinzip sind von der Produktionsseite her alle Maßnahmen praktikabel. Die Frage, ob etwas praktikabel oder nicht praktikabel in der Umsetzung ist, ist also hauptsächlich von den Rahmenbedingungen, die dann dazugeschaltet werden, der wichtige, entscheidende Punkt, genau, oder? Genau, die Rahmenbedingungen, also Herr Merk hat das super formuliert. In dem Rahmen, den man geboten kriegt, soll man das Möglichste tun. Der Rahmen wird aber durch die Politik und die Gesellschaft gesetzt. Wenn der Rahmen nicht richtig gesetzt ist, wird eine Maßnahme nicht durchgeführt, weil sie in dem Rahmen nicht praktikabel ist. Also man kann es nicht umsetzen. Und das ist also der Hauptgrund, warum manche Maßnahmen nicht umgesetzt werden. Meine Berufskollegen haben bei Streifen oft Sorgen mit dem Anlastungsrisiko. Ich bin da ja ein bisschen mutiger vielleicht. Aber man muss das ernst nehmen und man muss tatsächlich gucken, dass da Bürokratieabbau stattfindet und dass diese Anlastungsrisiken nicht so hoch sind. Dann wird auch mehr umgesetzt und dann kommen wir auch voran in dem Thema Biodiversität. Mhm. Damit haben sich noch andere Arbeitsgruppen intensiver befasst, das werden wir gleich noch hören. Vielen Dank, Herr Plass-Basemann.